Hallihallo Leute, herzlich willkommen zurück bei einem neuen Reaction-Video. Und wir sind wieder back. Tatsächlich ist es das erste Video von denen, ich weiß es nicht, ich erwähne es aber trotzdem nochmal, auf dem neuen Channel auf der Doschka. Denn ich dachte mir, weißt du was, wir pushen mal alle Reactions und alles, was Real-Life-Content hat, jetzt auf den zweiten Channel. Das war damals dafür auch gedacht und dann hat sich ja alles geändert und ich glaube, das gibt einen besseren Überblick und ich glaube, die Leute, die das wirklich auch sehen wollen, die werden dann auch den Channel hier finden und eventuell abonnieren oder so, falls sie mehr von meiner Person sehen wollen und meiner Meinung, meinen Reactions. Wie gesagt, nicht nur Reactions, aber auch viele, definitiv. Und ich dachte mir, okay, weißt du was, wir beginnen das ganze Spektakel einfach mit dem Video von den Jungs und damit haben wir ja auch so die Reactions damals angefangen, also für uns, und die kamen sehr gut an und ich habe sie geliebt und wir hatten jetzt ein paar Monate Pause und jetzt sind wir wieder da. Pizza mit kocht! Das Duell geht in die nächste Runde. Pizza mit kocht Lemon Bars. Okay. Gucken wir mal rein. Sehen wir schon Jay? Hallo meine geilen Schnittchen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Pizza mit backt. Heute machen wir Pizza mit backt. Also wie gesagt, das habe ich ja schon mal erwähnt, aber ich werde mich sowieso mal wiederholen. Backen ist nicht meine Stärke. Überhaupt nicht. Das ist wie Möbel aufbauen. Ja? Ich kriege ein Rezept oder ich kriege auch eine Anleitung und trotzdem verkacke ich es. Ich weiß nicht wie. Es ist nicht gewollt. Aber ich kriege es nicht hin. Wir kochen gar nicht. Wir machen Dessert. Wir backen. Mit Teig. Hey. Ja, Peter liebt das so sehr, wie ich das liebe. Wir brauchen aber gar nicht so viel tatsächlich. Und die Zutaten heute sind... Ramen? Wait. What the heck? Ich habe lange keine Pizza mit Kochvideos mehr gesehen. Und es kann sein, dass es schon eines der neuesten ist zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ich nehme das alles im Voraus auf und ich habe random welche rausgesucht, die ich noch nicht gesehen hatte. Sie können 3 Monate alt sein, die können 3 Tage alt sein. Nur damit ihr Bescheid wisst, weswegen ich halt manches vielleicht noch nicht kenne. Obwohl das in älteren Folgen auch schon der Fall war oder so. Da bist du also wieder. Ich bin diesmal besser vorbereitet. Okay, Martin, bist du bereit? Wir machen heute Lemon-Bars und irgendwie einer von uns beiden, ich in dem Fall, wird hier die Zutaten vorlesen. Zitronen sind vonnöten, genauso wie Zucker. What the fuck? Was guck ich? Eier. Und für den Teig brauchen wir Mehl. Puderzucker. Er ist besiegt. Butter. Ob er dafür extra seinen Hut gekauft hat oder hatte er einen zu Hause? Und das ist es auch schon. Und einen Schuss kleinen Rum dazu. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Yeah! Dankeschön. Es ist kein Gericht aus unserem wunderbaren Kochbuch, wo immer wieder... Hold up, hold up. Oh shit, ihr habt Hintergrundgeräusch, weil die Waschmaschine im Schleudergang ist. Aber das stört euch ja sicherlich nicht, oder? Tatsächlich, zum Zeitpunkt, ich glaube, das ist denn schon längst geklärt, aber... wie man sieht, sieht man nix. Warte. Ich glaube ansonsten, nee, ich glaube, das ist normal, die Seite, ne? Hier auch nicht. Das habe ich selbst gekauft. Ich wollte die Jungs supporten und habe auch ein paar Ideen, was ich damit machen kann. Und habe das per Amazon gekauft. Und ein paar Tage später habe ich, hab ich eine Post gekriegt, beziehungsweise eine Mail gekriegt, dass Second Wave mir das Buch geschickt hat von den Jungs. Geschenkt. Aber naja, jetzt habe ich das zweimal. Auch nicht schlecht, oder? Kann man mal machen. Kann man mal machen. Ich habe es mir selbst noch nicht reingezogen, weil ich noch nicht weiß, inwiefern ich das jetzt nutze, mit welchem Zusammenhang ich die Rezepte mir raussuche und so. Denn ich werde dieses Buch nutzen und die Sachen kochen.
einige auf jeden Fall. Und ich bin sehr gespannt. Auf Twitter und Co. uns mitgeteilt wird, dass das Buch mittlerweile bei euch eintrudelt. Ich finde das sehr schön. Es ist echt gut geworden, es ist auch so ein Hardbuch, ne? Das Beste an dem Buch ist... Spoiler! Diese Seite ist das Beste an dem Buch. Zubereitung, Backofen vorheizen, Ober-Unterhitze 175 Grad, Umluft 150 Grad. Ja, geiler Typ wie ich bin, habe ich das schon gemacht. Den Teig Mehl mit Puderzucker mischen. Gut, dann machen wir das heute mal ohne den Thermomix. Na endlich mal, okay. Ich muss mein Handrührer finden, wo ist denn der Handrührer? Wo ist der Handrührer hin? Lol, der sitzt hier oben. Ah, guck mal. Lol, wir haben so Lol, das wusste ich gar nicht. Was habt ihr? Wieso ist denn da nur ein so ein Ding drin? Man macht doch da zwei rein, oder? Ah, guck an. What the heck? Was haben wir denn hier? Das war ein bisschen random. How hard can this be? Für den Teig Mehl mit Puderzucker mischen. Weiche Butter zugeben und zu einem glatten Teig verkneten. 250 Gramm Mehl. 249 Gramm. Wunderbar. Boah, ich hab bestimmt noch Mehl, oder? Brauchen wir noch mehr Mehl? 4 Gramm brauchen wir noch mal. Okay, ganz ehrlich, die zacke ich mir jetzt hier ab. Boom. Big crazy motherfucker, oder? Das wird schon. Dann brauchen wir 15 Gramm Zucker. Zum Bestäuben. Dann müssen wir mischen. Puderzucker. Was ist das denn? Okay, das ist jetzt... Oh Gott! Alter. Ist das Salz? Ich bin bei 0 Gramm. Was? Ich schon hier die Hälfte. Wait, ist das Zucker? Ich kann auch schütteln. Wie viel sind denn 15 Gramm Puderzucker? Das ist Puderzucker? Ich bin immer noch bei 0 Gramm. Willst du mich verarschen? Hat der einen Scheiß ernst? Ich bin halt immer noch bei 0 Gramm. Ja, okay, da ist halt auch nicht so unfassbar viel rausgekommen. Das kann doch nicht sein. Ich krieg schon einen Krampf im Arm. Alter. Ich mach da jetzt Zucker rein, Alter. Schlecken. Ey, dein Ernst? Mach die Kappe doch ab, oder ist das wie, also, hä? Jetzt kommen noch 300 Gramm Zucker da drauf. Jawoll, ja. Als nächstes kommen dann die 250 Gramm Butter da rein, also ein Block. Jetzt wahrscheinlich nicht klug, den ganzen Butterblock da einfach reinzuschmeißen. Ist wahrscheinlich schon klüger, da jetzt so quasi Scheiben von abzuschneiden, wa? Weil Sebastian sich immer beschwert, dass er nicht so einen fetten, so eine fette Küchenmaschine hat. Mache ich das heute doch auch mal ohne meine Küchenmaschine und einfach nur mit einem Handrührgerät. Das kann jetzt will er flexen und zeigen, dass er es auch so gebacken kriegt. See what I did there? Doch, so schwer wird es nicht sein. Nee. Also jetzt haben wir das erledigt, haben gemixt und jetzt kommen 125 Gramm weiche Butter. Und mehr oder weniger weiche Butter dazu. Keine Ahnung, ist okay, das ist da okay. Noch ist. Das ist bestimmt mit schmackhaft. Also, hier habe ich jetzt noch die Butter reingepackt, zu einem glatten Teig verkneten. Ja, die Butter ist fest. Scheiße. Noch nö. Chris ist so ein Spielkind, ey. Kann man so lustige Sachen reinbohren. Wo können wir dem so ein... Oh, warte, wir bohren der Butter ein Gesicht. Oh, sieht aber traurig aus. Entsetzt! Da kommt kein Wasser rein. Sieht aus wie SpongeBob. Okay, pass auf. Das ist alles noch nicht hier opti-fopti. Jetzt einfach kurz da mit der Hand reingehen. Bruder, ey, er muss es fühlen. Steht da viel Wärme bei? Ich hoffe. Mal, die fliegen die ganze Zeit die Stückchen dazwischen, ey. Ja, das ist alles andere als ein glatter Teig. Oh, es hat eine Scheiße, Alter. Backen ist so Schmutz. Überall diese... True, aber man muss dazu sagen, dass du da auch selbst schuld bist in dem Augenblick. Und ich wäre es auch, aber ich würde mich auch aufregen. Kümmere mich jetzt um einen Butterklump nach dem anderen. Das ist doch scheiße. Ja, Alter. Okay. Ich gebe erstmal auf. Dafür ist die Butter halt einfach zu fest. Ich kotze. Sehr gut, Martin bitte. Der ist aber auch noch aus der DDR, dein Handrührer da, oder? Nachgeimpft, so wie es das gehört. Gut, dass mir mein iPad das auch mitteilt, dass ich das auch nicht vergesse. Wieso ist das nicht mit einer App und schwarz hochglänzend mit einem Display? Was ist da los? Geringverdiener Peter Smits? Okay, verkneten wir doch mal. Ich bin verwirrt. Was ist das für ein Teig? Ah, klebriger Shit hier. Ich werde das Thema nicht in Frage stellen. Weil jetzt der Einzige, der es vernünftig hingekriegt hat, oder? Wir hier gerade in Gefilden, wo ich überhaupt nicht weiß, was Sache geht. Ja? Also der Shit ist jetzt hier very fettig. Ja, okay, jetzt mal, ich meine, das ist doch Butter. Wieso muss man eigentlich nach jeder Teigarbeit saugen? Ich hasse Teig an den Finger, habe ich das schon mal gesagt? Tatsächlich, die ganze Küche sieht schon wieder aus wie Sau. Weil irgendein Spacken auf die Idee kommt, meint, wir müssen Teiggerichte machen. Nein, das liegt nicht an meiner Inkompetenz.
Also, liebe Maschine, tut mir sehr leid, aber ich glaube, das wird so nix. Oh, riecht das nach Butter. Holy shit. So, wehe, das funktioniert jetzt. Okay, geil. Das wird einfach immer noch nicht funktionieren. Ich mach dir da gleich mit den Händen rein. Was ist denn das für eine Scheiße? Go for it. Ja, jetzt habe ich das alles an den Finger. Aber jetzt sieht es zumindest richtig aus. Jetzt muss ich noch hier ein bisschen. Also, ich sag mal so. Diese Grundeinstellung. Du bist scheiße. Oha. Papier in einer Springform einspannen. Springform einfetten, Teig in die Springform legen, andrücken und auf meine mittlere Schiene im Ofen ca. 16 Minuten backen. Ha, Gott. Ah! Backpapier in eine Springform einspannen. Springform einfetten. Was? Das ist jetzt nicht so ein Teig, wo ich sagen würde, uiuiui. Den muss ich in eine Springform einbetten von der Menge her. Er macht aber auch absichtlich alles anders, oder? Was soll denn sein? Ich hab keine Ahnung. Hä, es gibt von Pete Smith kocht gibt es, wie heißen die noch? Topfwärmer? Ne, wie heißen die denn da? Die Handschuhe da. Ofenhandschuhe? Ne, wie heißen die denn? Ich glaube echt mittlerweile, dass ich nachts Schlaganfälle habe und deswegen mein Hirn immer schlechter funktioniert. Topflappen? Nee. Ich weiß es nicht. Also, ist jetzt haben egal. Haben wir überhaupt Backpapier? Na klar haben wir Backpapier. Klar haben wir kaum Backpapier. Scheiße. Ich werde mir mein Stück ausschneiden, was ich benötige. Das ist wie mit Geschenkpapier. Man muss ja nichts wegwerfen, wa? Legen die Springform so drüber und ziehen zu. Ja. Fertig, geil. Ja, sieht gut aus. Okay, ist da. Oh, scheiße. Nein, das passt. Hör auf, das reicht. Abspannen. Fertig. Backpapier in eine Springform einspannen, Springform einfetten. Hä? Aber wenn ich doch jetzt Backpapier da dran mache, dann wieso fette ich denn dann die Springform ein? Nee, du fettest links rum herum. Den Ring. Meinen die jetzt nur unten oder einmal hier so wie so ein Mülleimer? Den Ring. So, so sieht das doch 1A aus. Dann wird die Springform eingefettet. Also ich habe es jetzt extra nicht hier drin gemacht, weil du halt dann diesen ganzen, so das hier, das hast. Ich glaube, so hoch muss ich das gar nicht einfetten. Da ist ja keine Hefe drin oder so und das ist relativ wenig. Ich soll mit Rapsöl den Rand einfetten? But why though? Ich habe doch noch Butterreste hier von meinem vorbereiteten Butterteil. Jetzt haben wir die Ränder auch eingefettet. Und jetzt kommt der Spaß da rein. So. Und die wollten noch eine größere Springform haben. Ist ja jetzt schon nur so hauchzart auf dem Boden. Ah, ich hasse Teig an den Fingern. Teig kriegt mich jedes Mal so. Oh, ich hasse Teig. Einmal im Körper. Bram, das nächste Mal sehe, schenke ich Ihnen einfach rohen Teig. Scheiße. Dum, 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 dum. Also ich habe hier voll die Tactics drauf, Leute. 16 bis 18 Minuten im Ofen backen. Und dann das sieht. Also ich weiß auch noch nicht, was es wird. Nach auskühlen lassen. In der Zwischenzeit die Zitronen heiß waschen, trocken tupfen, die Schale abreiben und den Saft auspressen. Ah. Warum muss man die heiß waschen, so eine Zitrone? Leute, ich habe noch mein Headset auf, Alter. Das ist gerade ein PC war. Jo, bin ich verwirrt. Ja, die heiß waschen Geschichte ist wahrscheinlich nur wegen Desinfizierung und so Geschichten, wa? Und ja, auch wenn die... Na, Dreck löst sich leichter mit heißem Wasser nur. Eine andere Idee hätte ich jetzt auch nicht. Aber wir haben nie... Nee, wir haben die nie heiß gewaschen. In der Küche. Grün aussehen, das sind Zitronen. Bio-Zitronen, die halt scheinbar noch nicht so ganz fit sind. Aber die Schale ist bestimmt trotzdem schmeckerlecker. Das sollte ja genug sein, sonst wird es wahrscheinlich zu sauer. Das wird ja ein Spaß jetzt. 120 Milliliter soll ich aus den Dingern rauskriegen. Das ist ja gar nicht mal so wenig. Oh, wo ist denn meine Presse? Guck, wie viel da drin ist. Na komm, mach jetzt nicht den, Junge. Geh mal kurz da vorne hin. Oha! Ja, es gibt ja die geilen Zitronenpressen, die die Küche dann manchmal... Ja, Christian hat auch ein geiles Ding. Christian hat ein geiles Ding, woher weiß denn das? Ich hab alles Zeit vor dir. Schlagfertig. Bam! Geiles Geräusch. Mmh. Yum, yum, yum. Squeeze it. Geil. Hast du? Weg. Ja. Hi. Alles das dafür. Ich bin ja so ein Kuchen-Nachtisch-Mensch, ne? Also, wie gesagt, ich glaube, das Einzige, was ich je gegessen habe, was süß ist und ich nicht mochte, ist Lebkuchen. Alles andere, lecker. Lebkuchen schmeckt auch nicht. Zwar. Natürlich fällt jetzt der Eierkarton um. Wieso? Karma-Gott, was habe ich dir getan? Ah. Okay, was muss ich damit vermischen? Eier. Vier Eier.
Vier Stück? Komplett? Okay. 1 Gramm Mehl. Ernsthaft? Wie viel ist denn 1 Gramm Mehl? Die 4 Gramm Mehl, die wir gesaved haben. Zucker 150 Gramm. Jung, jung, jung. Mehl, Rum, Eier, Zucker, Abrieb. Okay, gut. Puh. Ich habe halt keine Rumflasche. Habe ich diesen Captain Morgan Chef? Drink responsibly. Ja, schön. Kannst du mir auch mal sagen, was da drin ist? Premium Spirit Drink. Ich bin gespannt, ob er davon so trinkt. Boah, ist da ist ja schon ultra viel Zucker oder sowas drin. Ja, Zuckercouleur. Und dann Rumaroma. Das riecht schon komplett anders. Ich glaube, ich nehme das. Oh, das wird jetzt vermixt. Wollen wir doch mal ein bisschen probieren, oder? Das schmeckt aber sehr gut. Also die Zitrone ist ja der Shit. Boah, das schmeckt aber echt lecker. Form. Erstmal rohes Ei. Let's go. Point. Weil ich habe ja keine Form. Das heißt, das wird halt alles weglaufen von dem Ding. Scheiße. Aber das wird halt auch nicht fest, indem ich es schlage. Mann, ist das heute für eine Scheiße, ey. Beschwert er sich gerade, dass die Form nicht passend ist, weil er keine genommen hat, weil er dachte, das wäre Schwachsinn? Oh. Aber ich brauche doch jetzt nicht so viel Zeug, wenn ich das nur ein bisschen bestreiche, oder? Zusammenführung von Zitronenmasse. Schon ein bisschen Angst, dass es gleich einfach alles hier rausläuft. Dann ist der Tag für heute gelaufen. Rausholen, damit bestreichen. Und dann nochmal für 20 Minuten rein. Jetzt ist das Problem, wenn ich das da jetzt so drauf kippe, dann wird das einfach weglaufen und dann macht das keinen Sinn. Das heißt, ich muss das jetzt eigentlich auf die Größe jetzt zurechtschneiden. Also ich wüsste nicht, wie ich das jetzt anders machen soll. Ja, ich habe das jetzt hier mehr oder weniger da reingequetscht. Also ich weiß nicht, wie ich diese Flüssigkeit drüber streichen soll. Das konnte ich ja jetzt eigentlich nur schütten. Sicher nicht alles verwenden? Ich meine, wir haben halt noch echt ein bisschen, wa? Tja, jetzt die Frage, den Rest draufschütten oder nicht? Okay, doch, komm. Ganz ehrlich, ich hätte das auch gemacht, weil was willst du denn das jetzt wegkippen? Das wäre ja richtig schade drum. Falsch. Nein, das ist also viel. Ist schon Warte richtig. Mal, das wird aber nicht so ein Eiergeschmack, oder? Jetzt kommt das Ganze noch 20 Minuten in den Ofen und dann sind wir schon fertig. Sieht nicht schlecht aus, glaube ich. So sieht der Spaß jetzt aus. Nach dem Ofen. Das ist jetzt halt auch abgekühlt auch. So sieht das aus. I don't know. Also Eierkuchen, boah, nee, irgendwie gar nicht so meins. Okay, ist kalt genug, die Springform, okay. So, das war wohl doch nicht genug eingefettet. Naja. Also du bist aber auch, manchmal bist du ein bisschen grob, Bram, ja? Muss ein bisschen zärtlicher sein. Ah, gut. Okay, never mind. Habe ich irgendwie erwartet, na gut, okay, komm. What the fuck? Alter, das ist klebrig. Da hat mein Einfetten nicht so viel gebracht, wie ich gehofft habe. Alter, klebt das da am Rand. Oh. Ich nehme mal so viel mit. Dann gucken wir mal, wie ich die finde. Boah, nee, ja. Das sieht nicht gut aus. Ja, das war jetzt sogar noch länger im Ofen als eigentlich vorgesehen, aber ich habe leider nicht die Pieks-Methode gemacht. Die obere Schicht ist leider noch relativ flüssig. Das sind meine Lemon Bars. Jetzt probieren wir die mal. Lemon Bites. Im Endeffekt ist der untere Teig so eine Art Mürbeteig geworden. Jay hat gebacken. Hallo bei Jay, Alter. Erstmal ein Stück Pizza. Ja, das ist alles noch relativ nicht durch. Also sowohl oben als auch unten. Boah, sehr zitronig. Ja, also der Zitronengeschmack ist eigentlich sehr gut. Von dem Rum merke ich gar nichts. Nee. Ich finde das eigentlich ganz lecker. Von dem Rum hätte ich mehr reintun müssen. Ich weiß nicht, ob das hätte es jetzt was gebracht, das länger, noch länger im Ofen zu lassen. Das war super schnell gemacht. Überhaupt nicht schwierig. Ich gebe eine 7,5. Ich weiß nur nicht, ob die Konsistenz richtig ist, das kann ich mir. Jay gibt mir 2, obwohl er es verkackt hat, wa? Ja, bei den anderen. Das ist schlecht, schmeckt sehr zitronig. Ist aber so küchleinmäßig. Was? Küchleinmäßig. Also die Zitronenoberfläche finde ich sehr geil. Der Teig darunter ist irgendwie, hätte viel dünner gekonnt. Und in meiner Welt hätte der mehr so Plätzchenteigmäßig sein können. Also deutlich härter, so wie so Leibniz-Kekse, so in die Richtung.
Okay. Ich gebe 6 Punkte. Ist okay. Kann man machen. Müssen wir einen probieren? Ist okay. Ist okay. Okay, 6. Okay. Ist jetzt irgendwie nicht so geil, nicht so scheiße. Ist halt sauer und süß. Ist okay. Ist okay, Leute. Ich weiß nicht, was ich sonst dazu sagen sollte. Das ist so ein unbefriedigendes Ergebnis. Ist okay. Ist okay, ist langweilig. Aber es ist okay. Ich gebe 6,5 Punkte. Ist okay. Das schmeckt halt wie Mürbeteigplätzchen mit so ein bisschen Zitronencharakter. Und jetzt das sehr viel weichere. Also das kannst du auch nicht mehr richtig essen. Das schmeckt, als wenn es nicht richtig durch ist. Was halt nicht sein kann. Aber hier schmeckt es mehr Zitrone. Ja. Ist nicht meins. Muss ich ehrlich sagen. Was ist das untere, bevor man es wegwirft? Ich glaube, 4,0 ist gerade noch so essbar, ne? Ja. 4,0. Und das war diese Woche wieder für eine Folge Pizza mit Koch. Okay. Sehr viel Aufwand für wenig Reward, für viel Küche kaputt, für ein 6er Essen. Hey. Was soll's, passiert. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß. Wir sehen uns nächste Woche Donnerstag wieder, entweder hier oder auf PietSmiet.tv. Schaltet da auch ein. Lasst jetzt ein Abo da, denn damit verwandelt sich euer Penis in eine geschmeidige Lemon Bar. Und okay, in heiße Bars. Euer Partner wird unfassbar gerne die Zitrone nuckeln. Ja, mehr habe ich nicht zu sagen. Haut rein, bis dann und tschüss. Ja, der Bram wieder. Also, muss man sagen, nicht schlecht. Witziges Video. Schaut definitiv bei Jungs vorbei, auch bei PietSmiet TV, denn da haben sie ihre eigene Reaction hochgeladen, aber das wisst ihr wahrscheinlich schon. Und kauft deren Zeug, ja. Eine ganze Küchenutensilien, vor allem das Buch. Habe ich schließlich auch gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo hier da, wenn ihr mehr Reactions sehen wollt. Und es wird bald Koch-Content und Cocktail-Content kommen. Vielleicht ist schon sogar was da, während die Folge da hochkommt oder die nächsten Tage, weil ich das hier vorproduziere alles, damit ich halt ein bisschen Input, ein bisschen Output habe. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, haut rein.